Das ist eine Szene mit Morticia. Wo ist sie? Bist du sicher, dass du meine Mutter bist? Das glaube ich nicht, Kleines. Oh, du lieber Peter, soll das Morticia sein? Oh. Unsere Visagistin ist im Urlaub. Lass uns einfach weitermachen. Eiskaltes Händchen ist da. Es ist also niemand im Set. Lass uns mit Wednesday drehen. Die Dekoration ist noch nicht da. Oh, dann ruf mich, wenn alles fertig ist. Jetzt fehlen auch noch die Schauspielenden. Das hätte eine Katastrophe. Komm schon, wir sind Bastelprofis. Wir machen das selbst. Los geht's. Susi, ich war auf der Baustelle und habe alle Materialien geholt, die wir brauchen. Das ist toll, aber die Fensteröffnungen fehlen. Ich kümmere mich sofort darum. Ah, ha. Die Wände sind fertig. Wenn auch etwas kahl. Habt ihr Ideen, wie man das ändern kann? Ich hab welche. Hier, mit Schaumstoffpapier. Wir müssen es nur noch an die Wände kleben. Oh, oh. Dafür werde ich bestimmt einen Oscar gewinnen. Aber wir brauchen doch Holzwände, oder? Naja, es ist ja noch nicht fertig. Gib mir etwas Zeit. Ich mach winzige kleine Schnitte. Aha. Das machst du super. Ich füge nur noch ein paar Balken hinzu. Ich hol die Farben und Pinsel. Endlich. Ich bin froh, dass wir zusammenarbeiten. Hopp. Je schneller wir fertig sind, desto schneller können wir wieder drehen. Ja, wir gewinnen bestimmt einen Oscar für das beste Set. Sammy, das wird der Hammer. Schau mal. Du gruselig. Du solltest die Hauptrolle in meinem neuen Horrorfilm haben. Wow, Leute. Es sieht so aus, als werde ich bald zum Filmstar. Aha, seht ihr? Und ich erledige die ganze Arbeit. Ordentlich und schnell. Achtung, ich bin hier, um nach dir zu sehen. Warte, wir sind noch nicht fertig. Wir rufen dich später. Wednesday kann es kaum erwarten, wieder am Set zu sein. Ich konnte sie mit einem Buch ablenken, aber das wird nicht lange gut gehen. Ich schalte in den dritten Gang, Chef. Also, mal sehen. Warum ist sie so leer? Hallo? Irgendwo hier ist die Checkliste. Ich hatte sie doch hier reingelegt. Sammy, was ist passiert? Schau dir das an. Das soll ein buntes Spindelfenster sein. Wo ist es? Oh, keine Panik. Ich besorge dir ein Es hat nicht funktioniert. Oh, du lieber Väter, mach Platz. Ich zeig dir, wie das geht. Also, zuerst brauchen wir einen Kreis. So. Ein Strich, zwei Striche, ein Strich, zwei Striche und ein Spinnennetz. Ah, jetzt ist alles klar. Ich mach das schon. Das perfekte Spinnennetzfenster ist fertig. Sieht genauso aus wie das Original. Ja, aber es muss schwarz sein. Ich werde es anmalen. Dann kümmere ich mich um das bunte Glas. Bunte Farben sind ein Muss. Ha, das sieht komisch aus. Ich erhebe Einspruch. Oh, komm schon. Ich gebe dir einen schwarzen Marker. Susi, ich werde sie ablenken. An die Arbeit, Bestie. Oh, mein Held. Ich mache das Fenster für dich fertig, Sammy. Schaut mal, wie schön es ist. Genau wie in der Serie. Nun, schätze, Wednesday ist jetzt glücklich. Mission erfüllt. Aha, das hier wird meine Hälfte. Und das da... Hey, was machst du da? Susi, komm mal. Susi! Ich bin nicht hier. Sieht so aus, als will Wednesday den Raum teilen. Kümmern wir uns also zuerst um die Seite ihrer Freundin Enid. Einverstanden. Fang die Matratze. Yay, jetzt brauchen wir nur noch eine Tagesdecke. Ich bemale sie gerade. Hier. Yep. Du kannst sie haben. Oh, wie hübsch. Aber ich werde noch mehr Farbe hinzufügen, damit es zu Enids Stil passt. Schau dich das an. Habt ihr Ideen für Anpassungen? Ja, hier, diese Kissen aus Luftknete. Perfekt. Ich habe auch eine bunte Decke gefunden. Ich lege sie einfach oben drauf. Hier ist eine Kommode für Enid. Wie bauen wir die zusammen? Keine Sorge, Peter und ich haben schon mal so eine aufgebaut. Ich schaffe das. Tada!
Sagte ich doch. Oh, toll. Und ich bin gerade mit der Lampe hier fertig. Sie passt perfekt zur Kommode. Oh, Tibi, dabei sei Dank. Dieser Tisch ist bereits aufgebaut. Ja, zusammenbauen ist nichts für dich. Streichen wir ihn. Brauchen wir einen Stuhl? Ich hab den hier gefunden. Hey, der passt perfekt. Aber etwas fehlt noch. Schon besser. Oh, es ist so gemütlich hier. Man würde nie meinen, dass hier ein Werwolf lebt. Nun, es gibt alle Arten von Werwölfen. Es ist so cool hier. Ich liebe es. Kann ich Enid zeigen? Später. Und jetzt räumen bitte das Set. Wie ich sehe, haben wir ein paar Enid-Anwärterinnen. Sie hat mich daran erinnert, dass Enids Spielzeug lebt. Basteln wir also welche. Ich bin kaum losgekommen. Hä? Warum ist alles so trostlos? Das geht nicht. Ich werde sie alle anmalen. Komm schon, Knete. Hopp, hopp. Ui, danke, Sammy. Leute, feuert unseren Sam mit ein paar Likes an. Oh, dank euch habe ich sie richtig schnell fertiggestellt. Unglaublich. Legen wir die Spielsachen ins Zimmer. Susi, ich habe dir diesen Baldachin besorgt. Das ging aber schnell. Ich hänge es direkt auf. Schau mal, was ich habe. Sammy, sei vorsichtig. Gut, dass Schleime so zäh sind. Was? Alles ist so bunt. Ich will hier nicht bleiben. Oh je. Unsere Schauspielerin steigert sich zu sehr in ihre Rolle hinein. Hier ist eine weitere Bestellung. Ein Schreibtisch für Wednesday. Kannst du den bitte zusammenbauen? Schon gut, Sammy. Ich mach das. Ich kann Anleitungen gut befolgen. Super, der Schreibtisch ist fertig. Stellen wir ihn hier hin. Susi, findest du nicht, dass Wednesday Hälfte irgendwie leer ist? Ich weiß, was du meinst. Bauen wir noch ein Bücherregal. Okay, dann mache ich den Nachttisch. Der beste Platz für Blumen. Was haben wir denn hier? Wednesday liebt schwarz. Zum Glück haben wir jede Menge davon. Susi, schreibt das auch schwarz? Da bist du hier genau richtig. Ich mache es gleich fertig. Jetzt können wir beide Möbelstücke zurückstellen. Susi, ich habe nachgedacht. Wednesday braucht einen Stuhl. Stimmt, rein damit. Ich habe eine Idee für ein neues Design. Und schau dir das an. Wednesday wird es lieben. Das hoffe ich. Ich habe so viel schwarze Farbe verbraucht. Es ist Zeit für einen Farbwechsel. Blumen, oh, sie wird sich so freuen. Ich bin fertig mit der Pflanze. Machen wir jetzt einen Sessel. Ich schaue nur nach euch. Echt nicht schlecht. Ups, wir sind noch nicht fertig. Bitte warte noch. Wednesday braucht auch eine Schreibmaschine. Schau dich das an. Viel cooler als ein Laptop. Und ein düsterer Sessel. Mal sehen. Wow, das sieht echt cool aus. Susi, könntest du das fertig machen, während ich Musik raussuche? Wo ist mein Cello? Wo soll ich spielen? Keine Sorge, es kommt gleich. Bitte sehr. Deine Zeit zu glänzen, Süße. Susi, das ist doch lächerlich. Wo ist eiskaltes Händchen? Hey, ich kann eiskaltes Händchen sein. Pop, pop. Zu groß. Oh nein, das habe ich mir anders vorgestellt. Du brauchst eiskaltes Händchen? Bekommst du. Das ist perfekt. Lauf nur nicht wieder weg. Platzieren wir alles an Ort und Stelle und beginnen mit dem Dreh. Aber zuerst schauen wir uns alles genau an. Bleib dran. Thank you.
Misty betritt also das Zimmer und trifft auf Enid. Ihh, so viele Farben. Kann ich meine Mitbewohnerin wechseln? Hey, hol Enid ans Set, sofort. Hoppla, hier ist unsere Enid. Das ist unmöglich. Ich kündige. Sam ist ein toller Schauspieler. Leute, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert uns. Tschüss.